let your kids watch it. Warning. The stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Runde ETS 2 Euro Truck Simulator. Ja, mal ein kurzes Nickerchen hier gemacht auf diesem wundervollen Parkplatz. Irgendwo mitten in der Pampa. Schiri. Guck mal, jetzt ist hell, ne? Jetzt können wir uns auch mal den DAF angucken. So im Hellen. Schon schick, ne? Schon schick. Gefällt mir. Gefällt mir. Noch mehr gefällt mir, dass wir dann jetzt auch mal langsam wieder in die Pötte kommen. So, das machen wir aus. Achso, Radau-Leuchten, ne? Die hatte ich ausgemacht über Nacht. Ja, leuchten. Alles gut. Kann losgehen. So, langsam am Gas. Darf mal ganz vorsichtig nach vorne bewegen, ne? Ganz vorsichtig. Cherie, siehst du da irgendjemanden kommen? Ich fahre jetzt. Nee, bleib stehen. Ich fahre jetzt. Oh, das war knapp. Ich habe ihn kommen sehen. Jetzt fahre ich aber. Hier kommst du ja kaum weg, du. Meine Herren. Oh, guck mal, die Feuerwehr steht immer noch da vorne, ne? Eieieiei. Größerer Unfall. Größerer Unfall, würde ich mal sagen. So, der ist immer noch am Kokeln. Den kriegen sie immer noch nicht gelöscht. Kann ja mal passieren, ne? Oh Gott. Nee, das schaffen wir doch nicht. Den Gang habe ich den dritten. Ja, das kann auch nichts werden. Ah! Der biegt ab. Sehr gut. So, geschmeidige 460 Kilometer haben wir noch vor uns. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal auf russischen Landstraßen, die anscheinend die ganze Fahrt. Das kann ja was werden, ne? Das kann ja was werden. 60 dürfen wir hier, ne? Nicht zu schnell. Da kostet ja alles. Wo bin ich? Kopf. Okay. Cherie. Wir sind im Kopf. Klar, warum auch nicht, ne? Kopf. Nehmen wir alles mit. Wir entdecken jetzt Russland. Mütterchen Russland wird entdeckt. Und guck mal da, die alte Zwiebelkirche haben sie da hinten. Auch nicht so verkehrt. Schöne alte Zwiebelkirche. Tja. Und da haben wir sozialistischen Plattenbau. Was ist das denn? Eine olle Kaserne oder was? Man muss auch ab und zu mal nach vorne gucken, ne? Soll das Fahren vereinfachen? Was ist denn los hier? Alle schon wieder lebensmüde? Wäre ich bloß nachts um zwei weitergefahren, dann, hätte ich jetzt das Problem nicht mit den Verrückten hier auf der Straße, ne? In der Nacht sind sie wenigstens einigermaßen normal gefahren. Also, für russische Verhältnisse normal. Wahnsinn. Die wollen uns hier schon wieder ans Leben. Bleib stehen, ich hab Vorfahrt. Ich weiß, dass da war ein Verkehrsschild. Ich hätte wie Idiot... Ach, komm rüber. Au. Das hat aber geschüttelt. Schön hier, ne? Cherie, guck mal, ein Flüsschen. Oh, ein Ampelchen. Aber das ist grün. Wir können alle fahren. Vorne kann es quasi weitergehen. Oh.
den verrückten Russen so dicht hinterher, du. Fängt schon wieder im Nacken an zu kribbeln. Ist auch klar, ne? Darf ich jetzt 70 fahren und was ist? Hab vor mir zwei Schleicher. Da kann ja was werden. Ja. Sieht nicht so aus, als ob sie das Gaspedal bei sich schon mal entdeckt hätten. Die sind mehr geschmeidig unterwegs. Warte mal, wie hat es denn das letzte Mal geklappt? Ich hab gehupt, ne? Bin skeptisch, vielleicht ein bisschen. Oh, jetzt ist schon wieder 60 hier nur. War klar. Kaum geben die mal ein bisschen Gas, ne? Ist nur noch 60. Logisch, macht ja auch Sinn. Naja, genießen wir halt ein bisschen. Die Landschaft war schiri. Sitzt du bequem auf deinem Lederstühlchen. Oh, hier schon wieder ein. Oh, Flussreisen in dieser Folge. Lauter kleine Flüsschen. Oh, wir müssen abbiegen, nicht verpassen. Aha. Unsere Probleme haben sich schon mal halbiert. Das ist ja schon mal gut. Ah, der brummt aber auch schön so, ne? Ab 1500 ist ein guter Sound. Oh, 40. Jetzt brauchen wir keinen guten Sound. Jetzt müssen wir auf den Blitzer, glaube ich, achten, oder? Wenn hier nur 40 erlaubt ist. Das Ding hat auch wieder einen Haken. Kommt's aber auch nicht voran hier, ne? Die an Geschwindigkeiten hier. Was ist das? Zäunen hier aber auch alles ein. Oh. Ich muss das Verkehrsschild mit den 60 übersehen haben irgendwo. Kann auch mal passieren. Raus aus dem Dorf, Gaspedal runtergedrückt. Geht doch gleich geschmeidiger voran, ne? So mit 70 Sachen. Immer noch keine berauschende Geschwindigkeit, aber immerhin, es geht mal voran und der andere ist nicht so dicht mehr vor uns. Puh, Gott sei Dank. Ich habe Angst vom russischen Straßenverkehr. Ist natürlich doof, wenn man sich im Baltikum bewegt, ne? Ja, ja. Was soll ich sagen? Irgendwas ist ja immer. Uhä. Oh. Der Bauer Heinrich. Mit seinem Träger. Oder das war Blue Eyes Mecha aus dem Landwirtschaftssimulator. Das kann es natürlich auch haben. Was haben wir hier für ein Problem? Schon wieder die Feuerwehr. Wenn du los hier. Der sah ja genauso gut aus wie der, den wir am Anfang gesehen haben. So, was soll ich hier haben? Augen auf im Straßenverkehr, nicht nur beim G. Sag ich nicht. Sag ich nicht. Ah, zu schön. Zu schön. Die Straße haben sie aber auch mit dem Lineal gebaut, ne? Einfach geradeaus. Und dabei nicht versuchen einzuschlafen. Ja, es war so klar. Ich war doch gerade beim Abbremsen. Wo war denn da der Blitzer? Ich habe gar keinen Blitzer gesehen. Zeitlupe. Naja.
Aber ich war schon beim Abbremsen, ich schwöre, Herr Wachtmeister. Mann, ey, sind die kleinlich. Hier geht wieder los, ey. Wieder nur 60. Eigentlich hätte es jetzt wieder piep piep machen müssen. Oh Gott. Cherie. Ich hab der LKW-Spur fast verpasst. Nein, doch. Naja, aber auch nur fast. So. Wo wollen wir rüber? Cherie, hol schon mal der 100 Rubel wieder raus. Das hat beim letzten Mal auch so gut funktioniert mit der Grenze. Und hier darf man wieder nur 20 fahren. Was ist denn los? Da wurden wir kurz im Bildschirm eingefroren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht wieder abstürzen. Eieieiei. Was ist nur im Augenblick los mit dem Spiel? Das Spiel hat auch Angst vor der Zollkontrolle. Deswegen hakt es gerade ein bisschen. Prüfe Papiere. Prüfe Papiere. Ja, ja, ist klar. Prüf mal weiter. Oh Gott, das ist... Geht weiter. Die prüfen aber auch immer ganz schön lange die Papiere, ne? Oder? Oder tun sie das nur bei mir? Tag. Oh, passt das überhaupt? Ei. Ja. Geht rum. Grenzkontrolle auch überlebt. Jetzt müssen wir nur das Einfädeln wieder überleben. Noch ein PKW. Ich sehe da nichts. Fahren aber auch schon wieder so langsam alle. Mal schnell gucken. Ne, kommt keiner. Gut. Ah. Das war ja erst die erste Kontrolle, ne? Da kommt ja noch eine. Dammt! Cherie, nochmal 100 Rubel rausholen. LKWs. Irgendwie habe ich schon wieder ganz kleine Mikro-Ruckler hier die ganze Zeit. Das macht mich so ein bisschen fuchsig schon wieder. Bestimmt wieder Windows unterwegs hier gerade. Hab bestimmt wieder vergessen, die keine Updates während ich hier, ne? Habe ich bestimmt wieder nicht blockiert. Verdammt, selber schuld. Wenn der vor mir fahren darf. Hallo. Nee. Haha. Nicht zuerst. Du musst da bleiben. Ich hab gesagt, du schmuggelst. So. Ah. Oh, hier darf man nur 30. Schon wieder viel zu schnell. So, oh, 90. LKW ist 80. Oh, das gefällt mir hier gleich viel besser. Hier ist viel, viel schöner. Hier darf man viel, viel schneller fahren. Wenn die Vorderleute es tun. Mhm. Nur wenn... Oh, schon wieder so ein Verkehrsschild. Ei! Ah, keiner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Passt das, passt das, passt das, passt das. Entschuldigung. Oh, ja. Alles nochmal gut gegangen. Aber ich glaube, vor Schreck. Vor Schreck muss ich erstmal hier Pipi-Pause machen. Ah. So viele Unfälle hier. Sag ja, es ist ein mordsgefährliches Land hier. Lauter Unfälle.
kann man sich denn für kurz entschlossene wird hier geparkt jetzt. Ah. Gott, Cherie, ich bin ganz aufgeregt hier. Erst ruckelt das hier alles und dann haben sie noch ganz viele Unfälle hier, du. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Und weil ich nicht weiß, ob das alles so richtig ist, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge, würde ich sagen. Mhm. Tja, ne? Ihr wisst mittlerweile, ich blende euch da oben jetzt ein Video ein. Ja, vielleicht habt ihr ja noch Lust, euch ein weiteres Video anzugucken. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Wie es gefallen hat, liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.